Hallihallo, meine Lieben, guten Morgen. Ja, wie ihr ja alle wisst, hat unser Hermelinchen im Moment Babys. Da sind sie, die Kleinen. Mittlerweile flitzen sie schon richtig fit durch die Gegend. Es sind drei Buben und ein Mädchen. Und zwar das Süße hier, das ist das Mädchen. Da ist der andere Rüde. Und da die beiden anderen Buben. Habt ihr schon wieder die Futterschüssel ausgebuddelt? Ja, nur Neuigkeiten sind. Es sind jetzt in der direkten Nachbarschaft WG-Mitbewohner eingezogen. Und zwar die Jasmin mit ihren beiden süßen Babys. Jetzt sind die Süßen nur noch durch ein Gitter getrennt. Und haben also gemeinsam ihre Wochenbettstube. Ja, die Klappen habe ich heute auch geöffnet. Das heißt, die Mamis können jetzt raus ins Freie gehen. Und die Babys werden es hoffentlich auch ganz schnell in den nächsten Tagen kapieren, wie man durch die Hundeklappe rein und raus geht. Aber jetzt ist im Moment erstmal nur die Futterschüssel wichtig. Ja, so gut hätte ich es gerne auch, dass ich mich in den Salatteller reinsetzen könnte. Ja, die beiden sehen ziemlich schwarz aus, aber das winzig, winzig, winzig kleine Mädchen hier, das wird traumhaft schön Black and Tan. Und dieser kleine Rüde, wie man es eben gesehen hat, wird Tricolor. Das heißt, der wird Black and Tan mit weißen Abzeichen, wie so ein Berner Sennenhund kann man sich das vorstellen. Und das Mädchen wird wunderschön Black and Tan, wie so ein Rottweilerchen oder Dobermann. Ja, im Moment herrscht natürlich jetzt hier noch wahnsinnige Aufregung über die neuen Mitbewohner. Aber ich bin froh, beide Mamis sehen das Ganze total gechillt und finden es gar nicht schlimm, dass in ihrer Nachbarschaft neue Mitbewohner eingezogen sind. Und das ist die Hauptsache. Jetzt haben wir eine schöne große Kinderstube. So, das war's mit Neuigkeiten von unseren süßen Pomeranian-Babys. Bis dann. Tschüss. Alles neu. Alles neu. Ist das spannend?